Wir haben uns damals schon geärgert, weil wir waren damals mit einer Band aus Frankfurt irgendwie gemeinsam auf dem Index, die einzigen beiden deutschen Bands, die irgendwie auf dem Index waren. Und eine Band war halt wegen rechtsradikalen Texten auf dem Index. Die Bösen Onkels, ne? Genau die. Und die Ärzte halt wegen irgendwie, na gut, Entgleisungen. Konnten denn nicht die Kids, die sagen, also irgendwie, die Ärzte singen jetzt Geschwisterliebe und Sex mit Schäferhunden, da wird irgendwie, da ringen sich meine Eltern auf. Und dann gehe ich noch zum Bösen Onkels, die singen irgendwie Türke raus, da ringen sich auch meine Eltern auf. Also dieser Punkt Tabu, wo ist das gemeint? Nein, also ich sehe das ein bisschen anders. Wenn ich mit 18 oder so ein Lied geschrieben habe, wie Claudia hat einen Schäferhund, dann ist das für mich tatsächlich ein Witz, ob der gut ist oder nicht, sei dahingestellt. Wenn jemand singt Türken raus, ist es für mich einfach kein Witz, weil das Thema finde ich nicht lustig. Aber das kann ja bei den Kids genauso wenig in den Kopf gehen, wie das, die haben ja auch nicht alle Schäferhunde zur Frau genommen oder so. Es gab tatsächlich, also so die Ursprünge ist Punkrock, wir sehen uns halt als Leute, die aus dem Punkrock kommen, irgendwie ist zum Beispiel, dass jemand die Sid Vicious, das ist der Sex Pistols mit Hakenkreuz rumgelaufen ist, um zu provozieren. Mhm. In England, das haben auch aus der Szene, in der wir kommen, irgendwie damals viele Leute gemacht, um zu provozieren. Aber es ist schon ein deutlicher Unterschied zwischen irgendwie engagierten Neonazis, die in die Musikszene rein wollen, und eigentlich Leute, die nur Fun haben wollen. Also wenn